Guten Morgen, Tag 5 heute. Eigentlich Tag 6, weil gestern habe ich nichts gefilmt, denn wir haben dieselben Arbeiten gemacht wie bei Tag 4. Muss man ja nicht nochmal filmen. Das heißt, wir haben komplett jetzt Randstein fertig gesetzt. Und heute kommt, also jetzt gleich kommt ein LKW, der bringt mir Schotter und der fährt direkt an den Zaun ran. Wir haben ein Element weggemacht, so kann der da ranfahren und dann kippt der das da alles rein. Und dann muss ich das nicht mit Schubkarre, stellt euch mal vor, hier vor die Haustür müsste ich dann da reinfahren, das wäre übel. Und so kriege ich alles schon auf den Platz gekippt und muss es nur noch verteilen und das nimmt immens viel Arbeit ab. So, los geht's. Weil dann hat das mehr Festigkeit, wenn dann nicht, dass das mal irgendwann Batsch umkippt durch die Erde oder irgendwas. Er hat mir Also, gezeigt, wo, aber der erzählt mir ja wenn ich Sachen, die habe ich ja jetzt, keine wenn ich Ahnung. jetzt. Das ist auch hier mit drauf auf der Rechnung, hat er gesagt, mit den Stängen, wie man das macht bei denen, den Kübel. So, der LKW kommt jetzt. 5 Minuten. 5 Minuten. So, die Farbe Beton wird das. So, das kann man ja, wie mit, das ist ja so. Okay. Und dazu machen wir diese Sitzblöcke 2 Stück aufeinander um die Bank drauf. Ja. So, Man muss und jetzt. das ist der Boden, So, wo in der das ja Ecke wieder drin wollt ihr nichts vorkommt. machen, ha? Ja. 3 Kübel, weißt du, das musst du auch alles bepflanzen, das ist viel. Ja. Und wir wollen ja auch den Pool hinten in die Ecke, da brauchst du keine Sitzbank. Das war gerade so heftig, Mann. Der Zaun ist beinahe. Ach du je, das war. Da war auf der einen Seite nicht mal mehr ein Millimeter Platz, so dass ich. Ich musste halt diesen Pfosten so gut es geht biegen und trotzdem hat es nicht gepasst und der ist reingefahren und hat den wirklich aufgespalten, so richtig. Ich dachte, jetzt geht der Pfosten kaputt, jetzt muss ich den neu betonieren und so. Ach du Scheißkatastrophe. Auf jeden Fall, wir haben es dann doch gepackt. Ich habe ein bisschen gehebelt und jetzt haben wir den ganzen Schotter hier drin. Und das heißt für mich heute, Schippe in die Hand nehmen und alles verteilen. Das ist meine Tätigkeit heute. Heftig. Mann, ey, das war grad krass. So, und jetzt verteile ich alles und dann die Rüttelplatte und weiter geht's. Leute, vergesst die Löcher aus Teil 1 vom Zaun. Vergesst die Randsteine aus Teil 2, die ich rausgeklopft habe. In dieser Hitze ist es auf jeden Fall das absolut brutalste, diesen Scheißberg hier zu verteilen. Ich verliere hier gerade, glaube ich, Kalorien ohne Ende. Wäre es nicht so heiß, wäre es ja kein Thema. Wäre es schon ein Thema, aber nicht so ein großes wie jetzt. Aber ich komme immer weiter. Immer so ein paar Schippen, dann Pause machen. Das über den Tag verteilt, kriege ich das schon hin. Ich habe schon eine Menge gepackt. Man sieht da gar keine Erde mehr. Das ist schon mal. So sieht's Use. Und weiter geht's. Während die Family badet, schippe ich weiter. Die haben's schön. Ich nicht so. Egal, muss gemacht werden. Auf geht's. Wäre die Hitze nicht, wäre es halb so schwer. Oh, ich will hier nicht rumleiden, ich will hier arbeiten. Muss da hart bleiben. Und die machen sich schön im Pool. Oh Mann. Ich springe auch gleich rein. Bisschen abkühlen und dann geht's weiter. Die Scheiße ist da hinten, drückt den Zaun weg. Da muss ich erstmal alles rausschippen. Was tut man nicht alles für einen schönen Garten? Chikawaka! Ist das schön. Bisschen abkühlen und dann geht's weiter.
Morgens war der Haufen noch viel größer. Es ist nicht mehr viel geblieben. Das kriegen wir heute noch eben. Und wenn das ist, dann hole ich morgen die Rüttelplatte. Und dann mache ich das alles schön dicht. Ja, Salome? Los, hau rein. Wir kommen immer ein Stück weiter. Wir haben uns ja überlegt, wir wollen ja hier hinten so ein Beet machen. Aber das soll erhöht sein und das soll am besten natürlich schön aussehen. Jetzt haben wir gesagt, wir holen uns Steine und wir mauern das selber. Genau wie meine Grillküche da hinten wird es selber gemauert. Nur der Unterschied, diesmal verputze ich nicht selber, weil das sieht man da hinten. Ich habe es erstmal verputzt, aber ich habe es gemacht. Und diesmal holen wir uns einen Putzer, der verputzt das dann ganz schön. Und dann machen wir hier schöne Mauer. Und dann kommen halt Gräser rein und dann erhöht, ein bisschen breiter, ein bisschen tiefer, wieder so ein bisschen, also so eine Form hier um die Ecke bis nach hinten. Und dann wird das alles schön bepflanzt, quasi als Hochbeet. Ja, das wird schön. So, jetzt kühle ich mich noch ein bisschen ab und dann geht's weiter. So, jetzt geht's an Schippen, weiter geht's. Habe ich schon gesagt, dass es brutal ist? Es ist brutal. Oh Mann, Leute. Was tut man nicht alles für eine schöne Terrasse? Und ihr seid dabei. Die Sonne brennt. Die Frisur sitzt. Drei Wetter tafft. Die Schippe liegt. Der Arsch, der brennt, weil einen das Wetter schafft. Großen Respekt an die ganzen Bauarbeiter, die bei diesem Wetter jeden Tag draußen schaffen müssen. Wahnsinn, was die Leute leisten bei diesem Wetter. Schaff mal mit einer Schippe bei diesem Wetter. Echt, da kannst du Fitnessstudio vergessen. Da purzeln die Kalorien, das sag ich dir. Da gehen immer so 20 Schippen und das war's. Dann brauchst du Pause. Also ich, da brauche ich Pause. So Leute, das euch zu zeigen, wie ich hier schippe, das macht keinen Sinn. Ich werde die Kamera wieder anmachen, wenn ich fertig bin. Dann zeige ich euch den Abschluss und dann ist das Video auch, denke ich mal, für Nito für heute. Genau, und dann kommt alles weiter in den anderen Videos. Alles klar, also bis dann, ich mache jetzt weiter. Für heute ist es fertig. Ich habe den ganzen Rotz jetzt endlich reingemacht, so dass ich den Zaun zumachen konnte. Ich sag euch, das ist eine Arbeit, ey. Hier war doch alles voller Schotter, habt ihr ja gesehen. Jetzt haben wir den Zaun zugemacht, Schotter hier rein. Für heute Schluss, ich werde jetzt hier nichts eben machen und gar nichts, ey. Das reicht, die Hitze macht einen so fertig. Auf jeden Fall, morgen ist Sonntag, wird nichts geschafft. Aber am Montag, ich habe noch eine Woche Urlaub, dann werde ich ein paar Familienmitglieder mobilisieren. Die sollen mit Rechen hierher kommen. Und dann kriegen wir das ganz schnell eben. Dann die Rüttelplatte, dann alles festrütteln und dann geht's weiter. Das war's für heute. Ist nicht viel passiert, ich weiß, aber so ist es nun mal. Heute kam halt nur Schotter. Aber der nächste Step ist vollbracht und der nächste Step wartet wieder. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, ciao, bis dann.